Servus Freunde und willkommen zu dem vierten Teil der CheckMTB-Tour, die ich hier jetzt heute mache. Wir haben unser Gästehaus vom letzten Mal verlassen, haben uns weiter Richtung Norden gemacht, also aus Brünn Richtung polnische Grenze nach Norden und sind jetzt in einer Gegend, die man als ehemaliges Sudetenland bezeichnet hätte. Und heute starten wir direkt hier vom Trailhaus aus und schauen uns da die Trails an. Yes, but it's a long, long down. It's an hour down. An hour? I think so. What time is it? Are you kidding me? An hour down. Super flow! Jawohl! Nice! Wow! So muss Trail, Leute. Das ist jetzt Abschnitt Nummer 2 vom Superflow. Und jetzt geht's mehr bergab. Weniger tschechischer Downhill, mehr normaler Downhill. Aber wie ihr seht, Radim zieht mich trotzdem immer noch ab. Ein Drop nach dem anderen hier. Auch nicht schlecht. Hier macht sich jetzt der Federweg bezahlt. Und ich bin froh, dass ich nicht auf dem Hardtail unterwegs bin. Auch wenn ich berghoch hier so viele Hardtails gesehen habe. Wenn ihr also hierher kommt, Empfehlung ist definitiv voll gefedertes Fahrzeug. Vorhin haben wir Leute gesehen, die erstmal Schlauch wechseln mussten. Und Radim sagte gerade, es vergeht keine einzige Tour hier lang, wo es nicht dazu kommt, dass da jemand sitzt mit einem Platten. Wow, nice. Über den Fluss drüber. Okay, ein bisschen nass, aber egal. Also der Trail ist echt abwechslungsreich. Gerade eben waren wir auf einer offenen Fläche mit vielen Jumps, Anliegern und Steindrops. Jetzt sind wir wieder durch den Wald. Dritter Teil jetzt vom Superflow. Durch einen ganz engen Wald. Wow. Und weiter geht's. Is that a drop? Wow, offen durch den Wald durch. Ah, ich hätte es beinahe genommen, ey. Das ist der Superflow Trail. Das war mir zu groß. Superflow 4. Alternativer Eingang durch den Busch.
Wow, wow, wow! Oh, der Boden hier ist fantastisch. Der hat richtig, richtig viel Grip. Weiter geht's. What was that? Oh ja, der Trail ist richtig, richtig gut gebaut. Das liegt daran, dass der Trail von Leuten aus Wales miterbaut wurde, die natürlich das Trail Center Konzept von der Insel hierher importiert haben quasi. Exportiert haben? Ja. Nice. Das ist echt einer der besten Trails, die ich bis jetzt gefahren bin. Was Flow angeht, was die Features angeht, der ist echt super. Fünfter Abschnitt von Superflow. Wow. Oh, nice, was war das für ein Skinny? Das war der Hammer. Uphill? Superflow Nummer 6. Wow, also der folgt ja dem Fluss perfekt. Also nochmal das untere Ende vom Superflow. Damit haben wir ihn jetzt einmal ganz gefahren. Ah, manuell durch die Pfütze. Mein Vorderrad ist trocken wie die Wüste. Wow, das ist wie eine Rennstrecke.
So, nach diesem Trail gibt es erstmal Mittagessen. Continues. So Leute, wie haben euch die Trails gefallen? Ich fand diese Superflow den absoluten Hammer. Eine der besten Trails, die ich je gefahren bin. Und oh, wir kommen hier noch mal her. Die nächsten Tage werden wir noch ein paar andere Trails in diesem selben Gebiet fahren. Und ich bin super happy, dass wir damit heute angefangen haben, weil das hat quasi die Latte, die Messlatte ganz hochgelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über jedes Like und jeden Abo. Und ihr findet unten in der Videobeschreibung die GPS-Daten zu meiner Route. Wundert euch nicht, ich habe mich ein, zweimal verfahren. Was heißt verfahren? Wir haben Abkürzungen genommen. Und ihr findet dann auch den Link zu diesem Trail Center, an dem wir jetzt gerade sind. Es ist ein bisschen weit weg von Deutschland, aber es ist die Reise wert. Vor allem, man kann auf dem Weg hierhin ja noch andere Trail Center mitnehmen, wenn man ein bisschen länger Urlaub hat. Also, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheers!